Schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel in der MDCC-Arena gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Endstand beim Heinz-Krügel-Spieltag vor 26.620 Zuschauern. 0:0. Herzlich begrüße ich natürlich auch die beiden Cheftrainer Alexander Zorniger und Christian Tietz. Das erste Wort gebührt wie immer dem Gästetrainer Alexander Zorniger. Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, hallo. Zunächst Glückwunsch zum Jubiläum auch. Ja, war imposant, war ordentlich was los. Es ging so weit, dass man meinen Geburtstag sogar verschoben hat im Stadionheft vom 8.10. auf den 8.5. Ich glaube, das Datum ist relativ deutlich drin hier für die Magdeburger. Das gehört dazu, ja, dass man die Geschichte hochhält und das hat auch Spaß gemacht, ja, heute zu spielen. Ich fand uns in der Defensive sehr gut. Wir haben kaum was zugelassen gegen eine der spielstärksten Mannschaften in der Liga. Ich fand uns in der Offensive sehr fehlerbehaftet. Passspiel war irgendwie gar nicht auf Ballvortrag, sondern immer auf entscheidend wäre. Da hat mir mein zentrales Mittelfeld nicht gefallen, aber auch unsere zuletzt wirklich extrem starke Vier in der Offensive. Keine gute Laufwege, nicht sorgsam mit dem Ball auch umgegangen. Das war ein bisschen schade, ja, weil dann wäre, glaube ich, mehr drin gewesen, das hat man auch gesehen. Hatten sicherlich die größte Torschance, wenn ich mich richtig erinnere, vom Tim Lemberle. Und habe gerade eben dann auch noch eine Situation gesehen, die einen Handelfmeter hätte geben müssen in der 57. Minute. Ist nicht das erste Mal. Und wenn man so ein gutes Beispiel hat von gestern Abend, wo exakt die gleiche Szene bei Leverkusen pfiffen wird und Elfmeter gibt und bei uns nicht, dann ist das natürlich für uns extrem traurig, weil das waren jetzt einfach zu viel, ja, wo dann vom Kölner Keller nicht eingriffen wird, nicht gesehen wird oder was auch immer. Ansonsten hat das Spiel auch davon gelebt, dass man gemerkt hat, dass Magdeburg das Ding gern heute zumachen möchte. Ich glaube trotzdem, aber ich weiß, das war letztes Jahr bei uns genauso, dass sie durch sind, ja, mit 37 Punkten und jetzt 38, glaube ich, oder? Ja. Glückwunsch dann zu einem weiteren Jahr mit uns in der zweiten Liga. Ich glaube, das ist dieses Jahr für die Kategorie dann Magdeburg, aber auch Greuther Fürth durchaus schon ein Erfolg, wenn man sieht, wer lange Zeit sich in der Liga da rumgeschlagen hat um die hinteren Plätze. Jetzt haben wir noch das Heimspiel, auf das freuen wir uns jetzt, versuchen da ein paar Dinge dann besser zu machen, als wir es heute mit dem Ball gemacht haben, um dann einen richtig guten Abschluss gegen Schalke zu haben. Dankeschön. Vielen Dank, Alexander Zorniger. Christian, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, Kollege hat schon vieles richtig getroffen. War das, was wir unsererseits auch Wusmas beachten müssen, dass wir den Gegner vor unserem Tor fernhalten, dass wir sie hoch anlaufen, dass wir sie im Spielaufbau unterbinden. Das ist uns über weite Strecken des Spiels auch gut gelungen. Trotzdem muss man sagen, in der zweiten Halbzeit, als wir dann unsere IVs versucht haben, breit zu ziehen, über das Zentrum in den Tieflaufwegen zu kommen, waren zwei sehr gefährliche Aktionen mit dabei. Wo wir dann auch ein Stück weit glücklich im Spiel drin waren. Insgesamt hatten wir im Spiel allerdings, finde ich, trotzdem eine gute Kontrolle drin. Aber uns hat wirklich im letzten Drittel heute so der finale Pass oder die Genauigkeit gefehlt, dass wir dann auch uns mehr Torchancen herausspielen gekonnt hätten. Und wir mussten in dem Spiel immer wieder darauf achten, dass wenn Fürth in die Umschaltaktion reingeht, dass wir uns kein Konter einfangen mit ihren schnellen Spielern. Trotzdem hatten wir dann, so nach der 20 Minuten der zweiten Halbzeit, hatten wir eine Phase, da haben wir schon den Gegner gut hinten reingespielt, aber heute wenig klare Tormöglichkeiten rausgespielt. Von daher finde ich, geht das 0-0 so in Ordnung. Danke. Trainer, kommen wir direkt zur Fragerunde. Wer möchte starten? Janne Gesammert für die Volksstimme. Guten Abend zusammen. Herr Tietz, der Kollege hat ja gerade schon angesprochen, wie beeindruckend die Fans heute vorm Spiel waren, wie beeindruckend die Fans auch ja, während des Spiels waren. Von Ihrer Mannschaft war es wiederum zu wenig, um ja, mit dem Heimsieg die Heimsaison zu beenden. Wie erklären Sie sich den dünnen Auftritt? Wie meinen Sie dünner Auftritt? Ja, wie Sie gerade schon beschrieben haben, vom Tor schlichtweg zu wenig, um also im letzten Drittel, ja, das sicherlich als Kernproblem, aber insgesamt eben zu wenig, um hier mit dem Sieg rauszugehen heute. Ich finde, dass wir heute auf eine sehr gute Zweitligamannschaft getroffen sind mit Greuther Fürth, die in den letzten Wochen offensichtlich richtig viel gezeigt hat. Und da heißt es auch, dass wir hier sicher stehen, dass wir da wenig zulassen und dass wir das Spiel so kontrollieren können, dass wir genau diese wenigen Aktionen nur zulassen. Das ist dann allerdings nach vorne, dass uns da das Herausspielen von mehreren Torchancen gefehlt hat, habe ich eben schon beschrieben, weil uns wirklich so kleine Ungenauigkeiten auch daran getroffen haben. Elbel, Platz sind Sie? Von der Magdeburger Volksstimme. Okay, also ein bisschen mehr Respekt vor uns wäre auch nicht ganz schlecht, oder?
Also steht halt im Fußball wie auch im Handball, da kennt ihr euch noch besser aus, immer ein Gegner auf dem Platz. Ja, und wir sind jetzt auch nicht auf der Brennsuppe hergeschwommen. Ja. Also wir haben schon auch eine gewisse Qualität. Absolut, das wollte ich damit auch gar nicht in Frage stellen. Ja, ein dünner Auftritt geht in die Richtung. Schön, wollte Sie nicht unterbrechen. Ich wollte Sie unterbrechen, aber jetzt dürfen Sie gerne weitermachen. Nein, also alles gut, vielen Dank für Ihr Feedback. Aber wie gesagt, ich wollte Ihre Leistung damit gar nicht schlecht drehen. Ja, schön, danke. Okay, hast du noch eine weitere? Ja, genau, eine personelle. Und zwar bezogen auf Leon Belbel. Was war bei ihm, das war ja die Rede von angeschlagen, was war bei ihm der konkrete Hintergrund des Angeschlagenseins? Und weshalb haben Sie sich dann für Daniel Heber auf der Außenbahn entschieden, Herr Tietz? Leon Belbel war nach den ersten beiden Drängseln hat sich dann herauskristallisiert, dass er nicht antreten kann. Er hat eine ähnliche Verletzung an seinem adduktoren Leistenbereich, wie er es zuvor auf der anderen Seite hatte. Und bei Lukas Schuler war es so, dass wir gehofft haben, dass wir ihn noch mit reinbekommen. Aber auch da war das Risiko zu groß, dass im Muskel sich was Schwerwiegendes entwickelt. Habt ihr noch weitere Fragen? Sören Fiedler für die Bild. Wo werden Sie das Spiel am Sonntag angucken zwischen Braunschweig und Wiesbaden? Muss ich Ihnen zugeben, habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken dazu gemacht, weil ich gerade direkt nach Spielende bin. Aber ich werde es mir auf alle Fälle anschauen. Wäre es Ihnen sicherlich lieber gewesen, es wäre heute die 3 Punkte gekommen, dann hätten Sie ruhig schauen können. Ist es jetzt so, dass Sie da jetzt ein bisschen zittern oder gehen Sie davon aus, dass die Liga jetzt sicher ist? Ich kann nichts für sicher sprechen, wenn in der Konstellation noch etwas möglich ist. Aber ich kann eins sagen, dass ich trotzdem die letzten Wochen auch für mich ruhig geblieben bin und auch für uns, weil ich trotzdem sehe, wie wir in Spielen auch für uns Möglichkeiten haben, sie für uns zu ziehen und wie wir trotzdem immer auch Distanz in der Tabelle drin gelassen haben. Nichtsdestotrotz heißt es, dass wir erst den kompletten Spieltag abwarten müssen. Janik Sammert nochmal. Jawohl, nochmal personell, Herr Tietz. Lukas Schuler stand auf dem Spielberichtsbogen, aber war nur im Trainingsanzug und ohne Fußballschuhe. Könnten Sie den Hintergrund da erklären? Also hatte man überlegt, dass er vielleicht auflaufen kann? Wie war die Situation dort? Lukas Schuler hat eine Muskelverhärtung und wir hatten bewusst gesagt, wir testen es nochmal an im Warmlaufen. Nachdem heute Morgen die Möglichkeit 50-50 war und der Muskel ist aber wieder zugegangen. Dann letzte Frage meinerseits wieder personell. Jason Cheka ist dann für Luca reingerückt. Wie fanden Sie seine Leistung und wieso war Jason zuletzt nur Reservist? Jason hat eine längere Verletztenphase hinter sich und hat jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum gebraucht, um wieder an sein altes Niveau ranzukommen. Körperlich, aber auch fußballerisch. Aber heute finde ich, war er gut drin, auch wie er die Zwischenräume überlagert hat, wie er immer wieder die Bälle gut abgeholt hat. Keine weiteren Handzeichen gibt, dann schließe ich die Pressekonferenz unseren Gästen natürlich einen guten Heimweg und allen Clubfans nochmal vielen, vielen Dank für die tolle und sensationelle Unterstützung in dieser Saison bisher und natürlich dann auch nochmal im abschließenden Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf. Allen noch ein schönes Wochenende, bis dann. Danke, ciao. Dankeschön.